Ja, hallöchen Leute und willkommen zurück zum CTWW. Heute mit Waluigi und 3, 2, 1, los und Bowser Bike. Und es sind zwei Personen im CTWW, die ich auch kenne hier. Und zum einen Maze und zum anderen Janni, der mir vielleicht auch nachgejoint ist, aber vielleicht auch Maze, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall eine von uns beiden. Und ja, er war auch schon. War er nicht sogar in einem der letzten Videos dabei? Ich glaube, also er war zumindest schon mal dabei. Mindestens einmal. Ja, hier ist er. Und wir fahren Seaside Resort. Das ist gar nicht so schlecht, denn die kann man auch mit Bowser Bike, denke ich, ganz gut bewältigen. Und nicht so eine Strecke mit so mega engen Kurven und so, ne? Goldpilz. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, hier muss man links springen, genau. Und da skillt er sich auf 1 vor. Was ein Skiller. Das hat nicht so viel Sinn gemacht, aber meine Güte. Ist jetzt nicht gerade ein voller Raum, aber es geht. Es waren gerade zwei Spieler, dann hatte einer Disconnect, aber dann sind noch ein paar Spieler reingejoint. So, die Chance auch noch mitgenommen. Und ich erwarte schon die Blue Shell so ein bisschen. Ja, geil. Wie er es gewusst hat, wie er es gewusst hat. Ja, worüber könnte ich denn so reden? Ich weiß nicht. Über Custom Tracks. Warum nicht über Custom Tracks? Haha, wer hätte das gedacht? Als ich mir Custom Tracks geholt hatte, da habe ich das nämlich wirklich ziemlich extrem gesuchtet und also ich wollte halt alle Strecken einmal durchgespielt haben, habe da im Zeitfahren jeweils immer eine Runde gefahren. Und dann, die Pilze waren jetzt nicht schlecht für die Fledermäuse hier. Dann gab es so eine Phase, da wollte ich dann wieder nur die normalen Strecken fahren und hatte gar keine Lust auf Custom Tracks, aber zurzeit habe ich wieder richtig Bock drauf. Was daher kommen könnte, dass ich öfter mal mit. Ah, oh Mann! Scheiße, das war jetzt. Okay, das war jetzt Todesurteil. Verdammt, ey. Na, wobei, ein Item kommt noch. Da muss ich dann aber auch was Gescheites bekommen. Wahrscheinlich ein Blooper. Ja, zeig her, zeig her. Stern oder so. Oh, Goldpilz, das ist noch besser. So, ja, okay. Dritter. Auf jeden Fall jetzt wieder ziemlich viel Bock drauf. Pum, da sind wir fertig. Wie viel da wurde ich jetzt? Dritter, ne? Ja, okay, ist in Ordnung. Plus 8, juhu. Und Maze hat 9.999. Wuppidu. Und 7 Spieler, okay. Dann bis im nächsten Rennen. Ma, ich glaube, das kennt jeder MKW-Spieler zur Genüge. In der Auswahl sind lauter coole Strecken eine Scheißstrecke und man wünscht sich hier voll, bitte nicht die, alles außer die, alles ist gut außer diese eine Strecke und was kommt dran, diese eine Strecke. Das ist wirklich immer so, ja. Jungle Safari, richtig gute Strecke. Mag ich. Naja, das war ironisch gemeint. Also. Nee, ist nicht so die coolste Strecke. Meine Güte, es ist in Ordnung, aber im Gegensatz zu den anderen Strecken, die da noch so in der Auswahl waren, also es war noch Rooster Island dabei von mir, dann Kali Day Desert mag ich eigentlich auch ziemlich gerne. Stroben's Desert ist eine ganz interessante Strecke, die ihr vielleicht auch mal sehen wollt. Mushroom Peaks, naja, die kennen wir auch zur Genüge und können, also kennen. Wir kennen sie zur Genüge, können tun wir sie nicht zur Genüge. Nee, nee, nee. Und ja, hier kann man am Ende nochmal mega übers Offroad durchziehen. Jawohl, nice Snipe. Ja, mit der dritten Banane, ich weiß, was eine Schwierigkeit. Lol, hier in der Mitte ist gar kein Item. Oh, ich habe gedacht, da erscheint noch eins. Naja, um so ein bisschen auf Topic-Kram zu erzählen. Ich war gestern beim Kieferorthopäde. Ich hatte ja mal eine feste Zahnspange, die ist jetzt zum Glück wieder draußen, aber ich habe noch eine lose halt. Und das ist aber gar nicht das, worüber ich hier euch was sagen wollte. Wehe, der backspammt. Ich sehe es schon kommen, dass er das irgendwann machen wird. Und wehe, ich krieg die Wolke. Scheiße, das war irgendwie zu erwarten. Warum? Nein! Oh, da wäre doch eine Kanone gewesen. Ja, auf jeden Fall ist mir da mal wieder im Wartezimmer was aufgefallen. Und zwar eine, ja, man könnte es alltägliche Arztzimmersituation oder wie auch immer. Oder auch, wenn man mit dem Bus fährt oder halt irgendwo öffentlich rumgurkt und einem andere Leute gegenüber sitzen und so. Man versucht immer, die Leute nicht anzuschauen. Und die anderen versuchen auch, einen nicht anzuschauen. Und dann gibt es mal die kurzen Momente, wo man irgendwie in die Richtung halt guckt.
Und genau in dem Moment schaut der andere auch gerade rüber und dann, ja, dann guckt man irgendwie verlegen zur Seite wieder weg. Und das ist irgendwie, naja. Mich regt das irgendwie immer auf. Aber es ist immer dasselbe. Wow, das war eng. Und das war eigentlich ziemlich gut. Und da skillt einer auf 1. Ich denke, das ist Maze, aber sicher bin ich mir dann nicht. Wow, da wäre ich beinahe noch in die Fakebox gefahren, obwohl ich sie von voll weitem gesehen habe, ey. Und Kanone. Wow, die Fakebox liegt fies. Na, der hinter mir wurde groß geschockt, oder? Ja, natürlich, natürlich. Wer hat denn da so toll geschockt? Ja, Johnny, der Locker hier. Oh, 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 noch eine Blue Shell. Naja, die wird wahrscheinlich nichts mehr bringen. Der hat so einen weiten Vorsprung. Wehe, der backspammt irgendwas. War eigentlich ziemlich blöd, direkt hinter dem zu fahren gerade. Na, die Wolke ist gut. Die Wolke ist gar nicht so schlecht. Na, wobei es dauert noch ein bisschen, bis das Ziel kommt. Okay, vielleicht war es doch nicht so toll. Sag mal, warum bin ich jetzt Dritter? Ach, da hat noch einer durchgezogen. Ja, okay. Okay, wird gar nichts. Aber Letzter werden wir nicht, weil da ist irgendein Funky ganz hinten. Naja, dennoch scheiße. Wow, ich hab schon gedacht, ey, ich war jetzt nicht über die Ziellinie. Ah, minus 47, naja, egal. Nöst. Juhu, endlich Rooster Island, die ich seit 1 Milliarde Parts wähle und... Oh, da hatte einer Disconnect, glaube ich. Weil der so von der Karte hier gerade verschwunden ist, ne? Also nicht von der Karte, sondern halt vom Bild verschwunden ist. Ja, er ist von der Bildfläche gegangen. Auf jeden Fall, ja, was könnte ich noch so erzählen? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall eine schöne Strecke, die ihr jetzt auch endlich mal sehen dürft. Ja, ich weiß nicht, ob wir die schon mal hatten im LP. Es kann aber durchaus sein. Schön, dass du den mit der Wolke gebombt hast, an den, der da hinten irgendwie gebombt hat. Das war nett, denn so konnte er mich nicht einholen. Janni, du frisst erstmal hier. Und du da vorne auch, aber der wird wahrscheinlich, ja, der hat Schutz. Aber vielleicht nicht 2 Schutz. Nein, ah, der ist in den Abgrund geflogen. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn es ihn über dem Abgrund erwischt hätte. Das hier ist natürlich eine Strecke, naja, die am Ende ein bisschen lackbasiert ist. Was heißt ein bisschen, eigentlich ziemlich lackbasiert ist. Denn es gibt 2 riesige Shortcuts. Einen kann man auch auf der Karte sehen. Da geht's so innen längs halt an der einen Kurve unten, unten rechts. Und der andere, es zieht die Kurve dahinter. Da kann man komplett abkürzen. Und das werde ich euch auch gleich zeigen. Denke ich. Wow, nee, 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 Maze. Die will ich nicht. So, und nice Item. Wow. Was? Oh, da gibt er mir die tatsächlich noch. Ma. Okay, dann kriege ich wenigstens ein gutes Item und kann euch die Abkürzung zeigen. Auch wenn die mit 3 Pilzen genauso gut gegangen wäre. Ich weiß nicht. Ich zeige euch, denke ich, die am Ende, weil die kann ich irgendwie besser. Die andere bin ich noch nie gefahren. Aber das könnte... Also das liegt nicht daran, dass ich sie... Ja, das kann natürlich auch sein, dass ich sie nicht kann, aber... So, also hier rechts könnte man hochjumpen auf diesem Grasstreifen und dann eben diese innere Kurve da nehmen. Aber ich nehme den anderen, der auch nicht auf der Karte abgebildet ist. Und zwar hier und ich... Wehe, der letzte schockt jetzt. Das wäre so verdammt fies. So, da können wir hier drüber jumpen und dann haben wir hier so einiges abgekürzt. Also in der letzten Runde vor allem ist das... Boah, also wenn man da noch so einen Pilz hat und kein Blitz kommt, dann hat man schon so gut wie gewonnen eigentlich. Naja, ich meine, die anderen ziehen ja den SC dann auch, also hat man doch noch nicht so gut wie gewonnen, aber man hat gute Chancen zu gewinnen. So, hoppala. Eine Bombe. Janni. Ah, schade. Aber eine Blue Shell, die ist gut. Hallo. Willst du Windschatten ziehen? Ja, dann mach doch. Ist mir egal, ich bin so nett. Ja, ich bin so nett. Wow, okay. 3er Green, geh mir bloß weg damit. Mir wird sowieso einer in der Fresse landen, da bin ich mir jetzt schon sicher. Okay. Er scheint es aber noch nicht zu backspammen. Ja, komm, ich habe jetzt so einen Vorsprung mit ihm, da muss ich jetzt einfach durchziehen. Aber die anderen werden jetzt alle SC ziehen. Okay, der hat schon den anderen SC gezogen. Der Bowser Junior vielleicht? Ja, der zieht den SC. Mal schauen, ob der noch an mir vorbeikommen wird. Nee, anscheinend nicht. Dann ist ja gut. Okay. War einfacher, als ich gedacht hätte. Ich hab eigentlich gedacht, da kommen jetzt noch ein paar Geier, die dran vorbeikommen.
und so, also mich noch überholen mit dem ultra mega fetten SCs, aber anscheinend nicht. Und plus 65, das gefällt mir. Ein Rennen machen wir noch. So, letztes Rennen ist GBA Sky Garden oder so. Sky Garden 2? Sky Garden, ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich glaube, das hier ist die neuere Version, denn davon gibt es zwei Versionen. Eine neuere und eine ältere. Wow. Hau mich halt voll weg. So, Schuss. Oder auch nicht. No, auf dem GBA habe ich die schon nicht so gemocht und hier mag ich sie eigentlich auch nicht sonderlich, aber naja, geht. Ist gerade noch so in Ordnung. Hier gibt's auch irgendwo, ja, hier gibt's auch so ein paar Abkürzungen und warte mal. Ja, da kennt er die Ultra-Mega-Skiller-SCs, der Junge. Das war krass, damit habt ihr nicht gerechnet. Nee, habt ihr nicht. Wow, Alter, das war knapp. Der Mega-Shortcut-Skill, ey. Also in dem Part hier, ja, fahre ich eigentlich gar nicht so schlecht für Custom-Tracks. Für meine Verhältnisse. Weil normalerweise kann ich Custom-Tracks ja überhaupt nicht. So, ich versuche jetzt einfach mal hier längs zu fahren. Geht das mit Maxi? Anscheinend schon. So, Pilze hinterher. Nein, ach, das musste doch jetzt nicht sein. So, jetzt nehme ich noch den SC hier. Ja... Also die Strecke kenne ich auch so ein bisschen, wow. Rachel hat mich zum Glück nicht anvisiert. Sondern weil ich war in der Luft und so. Hä? Wie hat der erste so einen weiten Vorsprung? Wow, ah! Alter, das war heftig. Aber der erste... Hä, wie kann der so einen weiten Vorsprung haben? Der muss irgendwie cheaten oder so. Ich habe gedacht, das geht im CTWW gar nicht. Oder geht das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Geht das hier nicht mit rechten Dingen zu? Der ist nämlich auch die ganze Zeit die ganzen SCs und so gefahren. Und dann kann das hier irgendwie nicht sein. Oder es gibt hier irgendwie einen Glitch, den ich nicht kenne. Das kann auch sein. Und den hatte halt einer gezogen. Wow. Nein, oh, ich habe gedacht, ich bekomme einen Pilz. Aber er hatte nur eine Fakebox. Er hatte nur eine Fakebox. Ja, scheiße. Verdammt. Oh, da zieht einer mit Stern. Wehe, jetzt kommt ein Blitz. Da zieht noch einer mit Stern. Ach nee, das war der gleiche, glaube ich. Der sich nur irgendwie wieder hintergeleckt hatte. So, letztes Item. Komm, gib was Gescheites. Ja, das ist in Ordnung. So, setze ich einfach mal direkt ein. Falls irgendwie noch ein Blitz kommen sollte, wäre das echt geil. Ja, Ziege. No. Ganz ehrlich. Lame, Elektra, lame. Außer, ja okay, vielleicht gilt auch. Naja, wir werden es im nächsten Part sehen, denn ich werde in der Gruppe bleiben. Bis dann, Leute, und tschüss.